Herzlich willkommen! In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Dicta 7 Standalone Kit ganz einfach zur Transkription verwenden können. Dieses autonome Diktiersystem ist nicht mit dem PC verbunden. Sie müssen daher keinerlei zusätzliche Software installieren. Das Diktat wird vom Diktiergerät direkt aus der Diktastation abgehört. Verbinden Sie zunächst die Dockingstation mit dem Stromanschluss. Die grüne Powerleuchte zeigt an, dass Ihre Station betriebsbereit ist. Schließen Sie nun den Kopfhörer und den Fußschalter an den entsprechend markierten Anschlüssen an. Stecken Sie nun das Dicta 7 in die Kontaktleiste der Dockingstation. Alternativ können die Diktate auch von der Dicta-Card abgehört werden. Stecken Sie dafür die Karte in den vorgesehenen Kartenslot. Per Fußschalter können Sie ganz bequem durch das Diktat navigieren. Mit der Play-Taste starten Sie die Wiedergabe. Mit dem linken Schalter können Sie zurückspulen. Das Pedal in der Mitte spult die Wiedergabe vor. Auf der mittleren Platte können Sie ganz bequem Ihren Fuß abstellen. Dieses Pedal ist funktionslos. Halten Sie nun den Menüknopf so lange gedrückt, bis der Begrüßungsbildschirm auf dem Display des Diktiergerätes erscheint. Die wandernde Markierung zeigt den Status der Wiedergabe an. Die Pfeile zeigen, in welchem Modus Sie sich gerade befinden, zum Beispiel, wenn Sie zurückspulen. Die Transkription selbst erfolgt an Ihrem PC. Hierzu verwenden Sie einfach Ihr gewohntes Textverarbeitungsprogramm. Sobald die Transkription abgeschlossen ist, können Sie das Diktat löschen. Stoppen Sie dazu das Diktat. Drücken Sie dann die Taste Löschen und bestätigen Sie den Vorgang. Herzlichen Glückwunsch! Die Transkription ist jetzt abgeschlossen. Ihr Diktiergerät ist wieder bereit für die nächste Aufnahme.